Plexiglas lässt sich problemlos verkleben. Dafür gibt es speziell entwickelte Klebstoffe, die farblos sind und das Material nicht eintrüben. Der im Video verwendete Polymerisationsklebstoff ist lichthärtend, besonders fest und witterungsbeständig. Er kann allerdings nur für transparente Materialien eingesetzt werden. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie zwei Plexiglasplatten flächig miteinander verkleben. Wir nutzen dafür den Polymerisationsklebstoff Acrifix 1R0192. Hier sehen Sie zunächst alle Materialien und Werkzeuge, die Sie für das Verkleben von Plexiglasplatten benötigen. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche eben und sauber ist. Schützen Sie die Arbeitsfläche mit einer Unterlage. Legen Sie die Distanzplatte auf die Schutzunterlage. Die Distanzplatte sollte etwas kleiner sein als die Platte aus Plexiglas, damit der überschüssige Klebstoff an der Seite heruntertropfen kann und die Platte nicht an der Unterlage festklebt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Plexiglas an den Stellen, wo der Klebstoff aufgetragen werden soll. Reinigen Sie die Stellen, die verklebt werden sollen. Dafür eignet sich beispielsweise Isopropanol. Tragen Sie den Klebstoff diagonal auf der unteren Platte auf. Legen Sie die obere Platte dann von einer Kante aus kippend in das Klebstoffbett. Eventuell eingeschlossene Luft bzw. entstehende Blasen weichen dann zu den Rändern hin aus. Fixieren Sie die Platten, zum Beispiel mit Gewichten. So verhindern Sie ein Wegschwimmen. Lassen Sie den Klebstoff unter Tages- oder UV-Licht aushärten. Die Aushärtezeit ist abhängig von der Lichteinstrahlung. Nach mindestens 3 Stunden können Sie mit dem Material weiterarbeiten. Die Endfestigkeit ist frühestens am nächsten Tag erreicht. Weitere Tipps zur Verarbeitung von Plexiglas finden Sie auf Plexiglas Tech. Lassen Sie sich inspirieren. Schauen Sie doch auch in unserem Plexiglas Online-Shop vorbei. Dort finden Sie Materialien und Werkzeuge, die wir im Video verwenden.